Mit der Einführung der Umweltplaketten, das war so 2007, hat die Bundesregierung ganz vielen Besitzern von alten Dieselfahrzeugen überhaupt keinen Gefallen getan. Und wer dann wie ich einen alten VW-Bus Diesel als Alltagsfahrzeug hatte, der war dann schnell total angeschissen. Denn egal wie gepflegt oder gut gewartet der Motor oder das ganze Fahrzeug waren, so wurde doch quasi diese Art von Fahrzeug von heute auf morgen so gut wie entwertet. Meinen Bus jetzt als Oldtimer zuzulassen, das ging damals noch nicht, weil er damals dafür noch nicht alt genug war. Und verkaufen konnte ich ihn damals auch nicht, weil der natürlich im Preis total gefallen ist. Und wenn, dann konnte man den halt nur unter Wert verkaufen. Also habe ich meinen Bus erstmal abgemeldet und weggeschillt. Das war dann irgendwann so 2008. Und dann sind irgendwie, so plötzlich, mir nichts, dir nichts, 10 Jahre vergangen. Und vor 3 oder 4 Jahren habe ich mir einen großen Zettel gemacht, auf dem steht 2018 den Bus reanimieren und ein H-Kennzeichen drauf machen, denn dann ist der Bus 30 Jahre alt. 2018, das ist jetzt und das Projekt startet genau heute. Wie so oft in meinen Videos heißt es auch hier erstmal wieder zu irgendeiner Garage fahren und nach so langer Standzeit das Gerät jetzt erstmal richtig angucken, denn der soll ja nicht nur TÜV bekommen, sondern der soll ja auch ein H-Gutachten bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht in all den Jahren schon gelegentlich mal in dieser Garage war. Aber halt in den letzten 2, 3 Jahren war ich, glaube ich, überhaupt nicht mehr hier. Und darum muss ich jetzt erstmal alle offensichtlichen Fakten zusammentragen. Fakt 1, die Kiste ist natürlich dreckig wie Sau. Dabei bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ihn damals frisch gewaschen abgestellt habe. Aber darüber gehen wir jetzt mal weg. Und ich meine auch, mich irgendwie daran erinnern zu können, dass ich bei meinem letzten Besuch hier auch irgendwas an der Batterie gemacht habe. Darum gucke ich jetzt mal, ob eventuell doch noch irgendein Zeichen von etwas Leben hier drin ist. Ja, und das war auch schon das Ende des feuchten Traums. Natürlich ist überhaupt kein Saft mehr drauf. Das bedeutet jetzt, ich muss erstmal nach hinten und gucken, ob ich die Batterie hier jetzt vor Ort mal schnell ausgebaut bekomme. Und ja, das hier hatte ich ja erfolgreich ganz verdrängt. So ein VW-Bus ist ja nichts anderes als viel umbauter und abschließbarer Lagerraum auf 4 Rädern. Und da mein Bus überhaupt keinen Einbau hat, habe ich den natürlich auch bis zu einem gewissen Grad offensichtlich als Lager genutzt. Und weil ich ja an die Batterie dran muss, heißt es jetzt erstmal den ganzen Scheiß rausräumen. Ja, leider hat das ganze Ausräumen überhaupt nichts gebracht, denn die Gummimatte, die über dem Motor ist, also die den Motor abdeckt, die ist leider etwas in der Heckklappe eingeklemmt und weil ich die nicht kaputt machen will, muss ich jetzt doch von hinten ans Fahrzeug ran. Na Gott sei Dank habe ich heute Morgen mein Müsliartig aufgegessen und zum Glück ist auch noch Restluft in den Reifen. Während des Ausräumens ist mir auch schon aufgefallen, wo sind eigentlich die Innenverkleidungen abgeblieben. Da werde ich mir wohl neue bauen müssen. Aber das ist jetzt erstmal weniger wichtig. Am wichtigsten ist jetzt die Batterie zu reaktivieren, damit ich den Kübel aus der Garage in die Werkstatt fahren kann. Aber offensichtlich bin ich mir hier selbst schon zuvor gekommen und habe mich schön selbst beklaut. Schönen Gruß von der Batterie, ich bin dann mal weg. Na wenigstens habe ich mir in weiser Voraussicht Werkzeug dagelassen für den Fall, dass ich mal zurückkomme und die Batterie wieder einbauen muss. Okay, das reicht erstmal für heute mit der Aufnahme der Fakten. Diesen Patienten können wir heute leider nicht mehr helfen, also erstmal alles wieder retour. Wie gesagt, jetzt alles erstmal wieder in Ausgangsposition, wieder nach Hause gefahren und erstmal das große Akkuladeballett gestartet. Wenn man nämlich, so wie ich, viel mit Film- und Fotozeug zu tun hat, dann ist man ja erst glücklich, wenn zu Hause mindestens 10 Lampen gleichzeitig und in verschiedenen Farben blinken. Denn ständig braucht irgendeins meiner verdammten Geräte Saft. Und weil da ja für das H-Kennzeichen jetzt einiges an Papieren zusammengesucht werden muss und weil es für die Tante vom TÜV auch immer besser aussieht,
wenn man eine ordentliche Mappe unterm Arm hat, anstatt dem einen alten Schuhkarton voller Zettel vor die Füße zu schmeißen, mache ich das, was ich bei solchen Projekten am liebsten mache. Ich lege mir erstmal einen Ordner an. Und direkt nach Ordner anlegen kommt bei mir in der Ordnung erstmal Kaffee machen, weil ich mich jetzt dann auch erstmal an den Rechner setzen werde und mal so ein bisschen recherchiere, was denn andere T3-Besitzer so aus ihren Bussen gezaubert haben. Inspiration ist nämlich hier das A und O. Und das war auch schon Teil 1 von meinem VW-Bus. Wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns wieder in Teil 2, in dem ich den Bus hoffentlich aus der Garage bekomme. Und weil dieser Bus ja meiner kleinen Tochter und mir im Urlaub als kleines Hotelzimmer dienen soll, weiß ich bis zum nächsten Teil auch sicher schon, was ich da bauen will und wie ich es machen werde. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wie es denn überhaupt so weitergeht mit meinen ganzen Projekten, dann abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.